Und über den Ukraine-Krieg möchte ich sprechen mit Christian Hübenthal, Herausgeber von Lagebild Sicherheit und damit auch sicherheits- und verteidigungspolitischer Experte. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schauen wir erst einmal auf diese Drohnen. Wir haben das in diesem Krieg schon lange gesehen, welche Bedeutung sie haben. Kann die Ukraine damit aber gegen Russland ankommen, das ja vor allem in der Luft viel, viel stärker bis jetzt ist? Ja, wir müssen einmal unterscheiden auch zwischen dem Etablieren einer Luftwaffe und dem, sagen wir mal, Heeresflieger, also als Support für die eigenen Truppen am Boden, und dem Einsatz von Drohnen in der Langstrecke. Also das sind drei unterschiedliche Szenarien, in denen sie eingesetzt werden können. Die Ukraine verteidigt sich aber eben sehr erfolgreich durch den Einsatz von Drohnen und lernt auch, das sieht man sehr deutlich, jeden Monat im Prinzip strategisch und auch auf der taktischen, operativen Ebene was dazu. Die Ukraine hat jetzt für Schlagzeilen gesorgt, und zwar indem sie auf russisches Gebiet eingedrungen ist. Genauer gesagt geht es da um Kursk. Was steckt dahinter? Welches Ziel verfolgt man? Nun, das Ziel ist, den Konflikt nach Russland zurückzutragen. Die Ukrainer befinden sich in einem Abnutzungskrieg. Russland hat sich voll darauf eingestellt, Quadratmeter für Quadratmeter unter hohen Verlusten in der Ukraine vorzurücken. Und dieser Abnutzungskrieg ist auch psychologisch sehr zermürbend. Die Ukrainer können aufgrund ihrer industriellen Kapazitäten dem eigentlich nichts entgegenstellen. Was sie aber machen können, ist eine Taktik der Nadelstiche, wenn sie denn entsprechend ausgerüstet sind, die wiederum einen erheblichen Schmerz, sagen wir mal, in Russland hervorruft. Zum einen sehen sie, es gibt eine psychologische Wirkung dieser Angriffe. Die Russen merken, das kommt zu uns zurück. Gleichzeitig ist es eben kritische Infrastruktur, die auch zum Support der Truppen benötigt wird. Glauben Sie, dass da jetzt diese Ortschaft, dieses Gebiet eine besondere Rolle gespielt hat, warum man da diesen Nadelstich gesetzt hat? Kursk ist eine in der Region große Stadt und es sind ungefähr 100 Kilometer. Das heißt, es war jetzt erstmal das am besten erreichbare Ziel. Ich glaube, das war schon ein entscheidender Faktor, dass man weder eine unbedeutende Kleinstadt nimmt, noch kommen sie so ohne weiteres eben länger durch russisches Territorium, ohne eben auf die Gegenmaßnahmen zu treffen, die Russland natürlich auch installiert hat. Daher war Kursk, glaube ich, eine logische Wahl. Sie haben gerade angesprochen, was das psychologisch für Russland bedeutet, wenn man merkt, dass man auch im eigenen Land angegriffen werden kann. Aber auf Seiten der Ukrainer, was hat es da auch für einen psychologischen Faktor, wenn man solch einen kleinen Erfolg zumindest erzielen kann und auch merkt, dass der Krieg auch im anderen Land sich abspielen kann? Das hat einen ganz erheblichen Faktor, denn die Ukrainer sind jetzt seit über 2 Jahren in diesem Konflikt. Sie merken eben, wie sie meterweise Land verlieren, der westliche Support dann immer nur sehr scheibchenweise kommt und auch immer wieder mal auf der Kippe steht. Ich glaube, in der Ukraine ermüdet langsam die kämpfende Bevölkerung, denn es ist ja auch nur ein Teil der Ukrainer, der eben im Osten an der Front steht. Diese Leute haben wenig Ruhepausen, wenig Zeit zur Erholung. Und umso wichtiger ist es meiner Ansicht nach, dass sie eben auch sehen, dass etwas passiert und dass sie auch selber handeln können und nicht nur abwehren. Schauen wir damit gerne einmal direkt an die Front. Natürlich der Osten da noch immer die wichtigste. Gibt es da irgendwelche Bewegungen? Ja, was zeigt sie uns? Und die Front zeigt uns dieses Abnutzungsszenario momentan, das, worauf Russland sich voll eingestellt hat. Also Russland investiert aktuell 5,9% seines BIP in industrielle Kapazitäten. Das heißt, man will Welle nach Welle, möchte man in Richtung Ukraine schicken können und dadurch in kleinen Schritten Landgewinn machen. Das ist diese psychologische Zermürbung, von der wir auch gerade sprachen. Einen strategischen Durchbruch hat Russland bisher nie erzielen können. Sie waren am nächsten beim Angriff damals auf Kiew. So in den ersten 3-4 Tagen des Krieges. Das haben sie nicht geschafft. Dafür haben sie nicht die Logistik und sie haben auch den Kampfeswillen der Ukraine unterschätzt. Jetzt wollen sie eine Abnutzung machen, Meter für Meter. Einen strategischen Durchbruch wird Russland so ohne weiteres, solange der westliche Support anhält, nicht erreichen können. Was bedeutet das aber jetzt? Der Sommer, diese Monate sind die, in denen man am besten vorrücken könnte. Das gilt für beide Seiten, bevor wieder der Herbst und die Schlammphase kommt. Der Krieg wird sich jetzt über Jahre noch ziehen, wenn beide so jetzt verhärtet an ihren Fronten stehen? Nun, wenn sich die externen Bedingungen nicht für einen der beiden Spieler ändern, dann könnte dieser Konflikt noch Jahre gehen. Und das plant Putin ja auch. Also er stellt die Wirtschaft auf Krieg um. Man baut zum Beispiel alte Bomben zu Gleitbomben um, in erheblichem Maß. Ich glaube, es ist schon ein Szenario, auf das wir uns einstellen müssen, dass noch über Jahre dort Konflikt herrschen wird. Selbst wenn er durch Verhandlungen irgendwann eingefroren ist oder wenn er durch eine Friedensmission vielleicht vordergründig gestoppt würde. Diese Gefahr
einer landgreifenden Operation Russlands gegen die Ukraine oder eben auch gegen die nördliche NATO-Ostflanke oder im Süden, die wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Und das ist ja auch das Ziel Putins, den Westen in eine Art Abnutzungskrieg auch finanziell zu bringen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke. Danke.